Warum postest du Sportvideos? Wurde ich gefragt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass Muskeltraining den BDFN-Spiegel erhöht. Das heißt, Muskeltraining macht schlau und fördert die spirituelle Entwicklung. Ein Protagonist dieser These war einer meiner Lehrer, Sri Chinmoy, bekannt durch seinen Triathlon, bekannt durch seine Weltrekorde im Gewichtheben. Und für mich hängen Sport, Meditation, Spiritualität eng miteinander zusammen. Wenn ich meditiere, dann erreiche ich ja spirituelle Ebenen, die jenseits des Körperlichen sind. Das ist ja mein Anliegen, ist ja die Transparenz für die Transzendenz in der Immanenz, also die Durchlässigkeit für die Erfahrung des Göttlichen in der Welt. Und viele große religiöse Traditionen haben das mit Sport verbunden. Bekannt sind die buddhistischen Kampfsportschulen. Ich mache die Erfahrung, dass Sport meine Neuroaktivität stärkt. Ich mache die Erfahrung, dass auf ganz wichtige Lösungen für die Anliegen meiner Klienten ich beim Zumba komme, wenn ich darauf achten muss, dass ich das rechte Bein vor das linke Bein bewege und nicht umgekehrt. Da beginnen neuronale Verschaltungen zu arbeiten. Auf einmal kriege ich Lösungen geschenkt für meine Klienten. Ich glaube, dass es eine neue Form von Spiritualität gibt. Sri Chinmoy ist ja groß geworden in dem Ashram von Sri Aurobindo und da geht es um integrales Yoga und vielleicht sogar ein Vorläufer der ganzen Spiral Dynamics Welle. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, seit ich Sport mache, auch Leistungssport mache, seit ich also regelmäßig zum Spinning gehe, seit ich regelmäßig zum Yoga, zum Body Balance und zum Zumba gehe, bin ich nicht nur ausgewogener, ich habe das Empfinden, meine Spiritualität fließt besser, ich bin mehr in innerem Frieden, ich bin besser und sehr viel präsenter für meine Klienten. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, aus unserem Trieb und Antrieb etwas zu machen. Und in jungen Jahren ist ja der Trieb überschäumend und dann lässt der Trieb mit zunehmendem Alter langsam nach. Und damit wir aber nicht verkalken und degenerieren, sondern erfolgreich altern, dafür halte ich die Kombination von Sport und von Meditation für unumgänglich. Liebe Freunde, ich hab euch lieb. Einen wunderschönen Abend, euer Klaus.